And I should call you, see what you've been up to. I've been wondering how far did you go in 7 months. I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am not known. Morning und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich total, wieder zu vloggen. Für euch ist es wahrscheinlich jetzt gar nicht so lange her, dass ich einen Vlog online gestellt habe, aber ich glaube, ich habe seit 1,5 Wochen nicht mehr gevloggt, was für mich total komisch ist, dass ich euch da nicht mitgenommen habe in meinem Leben, was ich so gemacht habe. Aber ich habe so ein bisschen aufgestockt in Schnittprogrammen, Videoschneiden, habe mich da ein bisschen fortgebildet oder halt mir so ein paar Dinge angeeignet. Es hat richtig lange gedauert. Aber ja, deswegen habe ich nicht so viel gevloggt und habe andere Videos online gestellt. Für mich geht's heute nach Hamburg alleine. Ich fliege heute alleine nach Hamburg. Der Grund, wieso ich nach Hamburg gehe, ist, dass ich da ein Treffen mit meinem Management habe am Wochenende oder halt so ein Creator-Wochenende. Da sind auch andere von meinem Management drin, auch eingeladen. Und ich freue mich total. Ich sehe auch heute am Abend dann Pauline und morgen Aliana und Jenny und ich freue mich total. Und Just Say Eleanor kommt auch, Lara ist auch dabei und noch ein paar andere. Ich freue mich richtig. Aber ich habe mir gedacht, dass ich ein paar Tage dazu hänge. Erstens, weil der Weg von Innsbruck nach Hamburg schon immer ein Stückchen ist. Und zweitens, weil ich öfter alleine sein wollte, öfter aus meiner Komfortzone gehen möchte. Und für andere ist es vielleicht nicht so das große Ding, alleine zu sein, aber für mich schon. Für mich ist es jedes Mal eine Überwindung, alleine zu fliegen, alleine irgendwo in einem Hotelzimmer zu sein oder in einem Airbnb. Heute ist sogar das erste Mal, dass ich alleine in einem Airbnb bin. Ich freue mich sehr. Ich bin gerade dabei zu packen und ich habe ein bisschen Zeitstress und ich muss 6 Tage Hamburg-Wetter und 6 Tage Mallorca-Wetter in einem Handgepäckskoffer verstauen. Das ist gerade die Challenge des Tages. Ich habe hier ein aufgeräumtes Chaos und hier liegt mein Handgepäckskoffer schon bereit. Den räume ich jetzt ein. Ich glaube, ich habe ganz gut gepackt. So, ich habe jetzt tatsächlich alles reinbekommen. Ich habe hier mal Öl ausgeleert, deswegen sieht es hier so aus. Ich habe alle meine Klamotten reinbekommen und packe jetzt hier noch meine ganzen elektronischen Sachen rein. Ich habe zuerst überlegt, ob ich das hier in den Rucksack packe, weil es passt einfach perfekt rein. Aber dann habe ich gedacht, dass ich lieber meine ganzen elektronischen Geräte bei mir haben möchte. Und deswegen packe ich jetzt um quasi. Ich habe jetzt alles gepackt, meinen Rucksack. Habe ich drum. Ich glaube, ich habe wirklich an alles gedacht. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ich gehe jetzt los. Ich freue mich mega darauf. Ich bin angekommen und Leute, wie schön ist dieses Airbnb, wie crazy einfach. Vor allem so ein riesiges Airbnb. Hier hinten ist die Küche, hier ist ein Spiegel, hello. Und hier das riesige Badezimmer, crazy. Richtig toll. Ich mache mich jetzt ganz schnell fertig. Ich weiß nicht, was hier so laut ist. Ich glaube, die Lüftung oder so. Ich mache mich jetzt ganz schnell fertig und treffe mich dann mit Pauline. Ich freue mich richtig darauf. Also wir gehen jetzt essen, aber ich mache mich jetzt schnell fertig, damit sie nicht auf mich warten muss. So, jetzt bin ich wieder back. Es ist so krass, wie kalt es hier in Hamburg ist. Also ich habe richtig gefroren jetzt mit meinem Outfit. Ich bin auch bauchfrei, aber ich habe richtig gefroren. Es war richtig kalt. Und ja, ich freue mich jetzt auf eine Dusche. Ich gehe jetzt gleich duschen. Ich war gerade essen mit Pauline, habt ihr gesehen. Das Essen war richtig nice. Ich habe einen Falafelsalat gegessen. Es war echt richtig, richtig gut. Und ich freue mich jetzt auf eine lange Dusche und danach sofort ins Bett, weil ich bin mega müde. Und ja, ich freue mich, euch auch morgen mitzunehmen. Morgen wird ein Aliana-Tag. Also ich treffe morgen Aliana. Wir haben auch einen Tanzraum gemietet und wollten da so ein bisschen tanzen gehen, was super, super nice ist. Ich mache mich mal bettfertig. Thank you.
Die Nacht war ehrlich gesagt schrecklich. Also ich habe keine Ahnung wieso. Aber ich konnte, also ich war super müde und ich konnte echt nicht einschlafen. Das war richtig frustrierend. Also ich war circa bis 4 Uhr wach. Also ich habe dann um 4 Uhr auf die Uhr geschaut und war so, wieso? Das war ein bisschen anstrengend. Das heißt, ich habe dann heute in der Früh meinen Wecker ausgeschalten, weil ich wollte um 7 Uhr aufstehen. Oder habe das dann ausgemacht, weil ich mir vorgenommen habe, dass wenn ich so eine Nacht habe, das passiert jetzt auch nicht oft, aber wenn ich so eine Nacht habe, dann lasse ich alles am nächsten Tag, was ich mir am Morgen vorgenommen habe, quasi versucht, das rauszuschieben. Ich mache mich jetzt fertig. Mein Plan für heute ist es, dass es ist jetzt circa 10 Uhr, glaube ich. Ja, es ist 10 nach 10. Mein Plan für heute ist es, ich schminke mich jetzt, danach hole ich mir irgendwo einen Kaffee und setze mich vielleicht auch irgendwo in einen Kaffee. Ich muss dann auch zu Rituals gehen, was abholen. Und dann wollte ich ein paar Dinge kaufen, weil ich, könnt ihr euch noch an den Vlog erinnern, als ich in Wien war vor 2 Wochen und ich euch meinen Koffer gezeigt habe und gezeigt habe, wie schlecht ich eingepackt habe, weil es so warm war in Wien und ich quasi nur Pullis dabei hatte. Ja, es ist wieder passiert, aber die gegenteilige Aktion. Also ich habe viel zu warm eingepackt, also viel zu leicht, besser gesagt. Ich habe viel zu wenig Pullis da und es ist aber echt nicht warm. Deswegen wollte ich mir noch einen Pulli kaufen. Dann treffe ich Mittag Aliana und wir gehen zusammen co-worken. Das ist so der grobe Plan. Und dann später tanzen. So, ich schminke mich jetzt und melde mich dann wieder, wenn ich losgehe. Eine Sache, die mir beim Alleinreisen total viel weiterhilft, sind Hörbücher. Also ich höre zum Beispiel beim Flieger durchgehend Hörbücher und auch Podcasts. Und Hörbücher ist irgendwie sowas, was ich letztes Jahr total für mich entdeckt habe. Alle, die mich verfolgen, die wissen das, alle, die meine Vlogs schon länger schauen. Und ich kann es wirklich jedem empfehlen, gerade jetzt, wenn man auf Urlaub fährt. Das ist so nice, wenn man sich einfach nur berieseln lassen möchte. Vielleicht Leute, die auch nicht so gerne lesen. Das ist richtig, richtig nice. Ich nutze da die App BookBeat. Ich nutze die schon seit eineinhalb, zwei Jahren. Und höre da wirklich einfach alles Mögliche von Persönlichkeitsentwicklung angefangen, Mindset, Produktivität. Aber auch einfach so Geschichten, wo man den Kopf ausschalten kann und es ist so, so nice, auch am Strand zum Beispiel zu hören. Für alle, die das gerne austesten möchten, ich habe einen 60-Tage-Code. Ihr könnt ganz unverbindlich das testen und so viel hören, wie ihr wollt. Also falls ihr gerade auf Urlaub seid oder auf Urlaub fahrt, dann nutzt das mega gerne. Es ist total inspirierend, irgendwie Fahrt das zu machen, also einfach die Kopfhörer rein, Augen zu und dann vergeht die Zeit auch wie im Flug und mit dem Code DELIVANIA bekommt ihr eben 60 Tage kostenlos. Ich packe euch alle meine liebsten Hörbücher, die ich bis jetzt gehört habe, in die Infobox rein. Es ist echt mega, mega nice. Ich liebe es total. Ich habe mir jetzt mal alles Warme angezogen, was ich habe. Und mache mich jetzt auf den Weg. Ich hole mir jetzt einen Kaffee, ganz dringend. Ich muss auf jeden Fall wach werden. Und ja, ich gehe dann ungefähr 10 Minuten zu den Geschäften hin und gehe jetzt einfach so ein bisschen spazieren. Ich bin wieder weg und ich habe die Hose mitgenommen. Ich suche schon richtig lang nach so einer. Ich finde, die ist so mid-rise und die passt halt von der Länge her perfekt. Das einzige Problem ist, dass die hinten irgendwie total absteht, aber vielleicht kann ich das mit einem Gürtel lösen. Aber ich finde, das fällt nicht auf und I love it. Ich finde es irgendwie richtig nice und ganz ein anderer Stil. Ich habe alles abgeholt, was ich abholen musste und jetzt warte ich auf Aliana. Die holt mich ab und dann gehen wir co-working in ein Café. Ich bin irgendwie richtig fertig. Ich habe noch nichts gegessen. Das ist keine gute Idee. Für alle, die mir auf Instagram folgen, die wissen, ich esse meistens um 11 schon zum Mittag. Das heißt, es ist jetzt 12.30 Uhr. Ja, I need something to eat. Vorstellung. Dankeschön. Leute, schaut mal, mit wem ich hier bin. Ich glaube, genau das gleiche hatten wir, als ich in Hamburg war für das Launch-Event. Hatten wir genau das gleiche Gespräch. Guess who's here? It's me! Aliana! Wir sind hier in so einem richtig cuten Barbie-Café. Aliana hat das rausgesucht. Alles pink, alles rosa. Richtig nice. Wir haben gerade auch schon gegessen. Ich weiß gar nicht, ob ich es gezeigt habe, weil ich hatte richtig Hunger. Es war mega nice hier.
Und wir sind jetzt hier zum Coworken. Ariana ist am Worken. Ich warte noch, bis mein Internet funktioniert. Ja. Hallo. Hey. Ich bin back mit Aliana. Ich habe gerade schon ein bisschen gevloggt, aber es war immer so laut im Café. Ich hasse das. Ich weiß gar nicht, ob ich es dann schlussendlich eingeblendet habe, aber wir sind back together. Ich glaube, ich habe es noch gar nicht gesagt, aber Aliana und ich fliegen einfach am Montag in den Urlaub. Ja! Richtig toll. Ich freue mich richtig. Das Wetter ist so schlimm hier. Ich bin so froh. Ich bin richtig schockiert. Also in Innsbruck ist es auch bewölkt und auch regnerisch, aber es ist so viel wärmer. Es ist Sommer und hier ist es gefühlt Herbst. Also ja, seit 4 Wochen wirklich Regen und 16 Grad. Richtig crazy. Und wir haben einfach überlegt, wir haben uns jetzt so lange nicht mehr gesehen, einfach fast ein Jahr her, dass wir so richtig Zeit miteinander verbracht haben. Und jetzt haben wir einfach fast eine Woche. Richtig toll. Ja. Wir gehen jetzt tanzen. Und zwar haben wir einen Tanzraum gemietet und choreografieren selber. Oder von TikTok mal schauen. Wahrscheinlich von TikTok. Oder eine Mischung. Wir benutzen TikTok nur als Quelle der Inspiration. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Fertig. Unsere Knie sind fertig. Ich blende euch hier mal ein Video ein, wie unsere Knie aussehen. Ich bin richtig K.O. muss ich sagen. Aber ansonsten folgt Vanessa auf Instagram. Weil da seht ihr die Choreo dann mit Musik. Ja. Genau. Let's go. Ich bin back im Airbnb und schaut mal, wer auch hier ist. Hallo. Jenny ist einfach hier. Ich freue mich richtig jetzt nicht alleine zu sein und auf den Abend. Wir wollten jetzt zusammen kochen. Nudelsalat. Jenny war schon einkaufen. Ich freue mich mega. Das war schwer. Ich habe nämlich keine getrockneten Tomaten gefunden. Und dann habe ich jetzt einfach Tomaten genommen. Das passt perfekt. Öl, das war das einzig kleine. Ist Leinöl normal. Wir haben fertig gekocht und jetzt gibt es den Nudelsalat richtig gut. Ich freue mich mega. Yummy! Wir haben Kuchen von Joe the Juice. Einmal so ein Brownie, der ist richtig nice, kann ich sehr empfehlen. Ist approved von uns beiden. Und einmal so ein Karottenkuchen, bin ich auch sehr gespannt. Aliana hat den empfohlen. Also der Brownie fand ich mega nice. Der sah schon richtig gut aus. Und ja, mich ist es eine 12 von 10. Ja, ich finde auch, der ist so nice. Also der richtig geil einfach. Also die Konsistenz ist toll. Jenny und ich sind gerade beim Schneiden. Wir haben beide ein bisschen was zu machen. Ich dachte mir, ich mache jetzt einen kleinen Taste-Test für den Karottenkuchen. Ich bin jetzt ready. Bist du ready? Ja. Ja? Okay. Das sieht richtig nice aus. Das hat hier oben so eine Creme. Das war Karotte. Ja, genau. Ich glaube, das hätte ich so nie genommen. Aber Aliana hat es empfohlen, weil sie mag das richtig gerne. Das allererste Mal. Mmh. Mega. Die Creme ist so nice. Ja. Mhm. Ich bin jetzt auch mal gespannt. Boah, die Creme ist richtig nice. So lecker. Zimt, oder? Ich mache jetzt meine Mozart-Frisur. Ich habe schon meine Linsen draußen. Das bedeutet, ich bin ein bisschen blind. Morgen treffen wir uns mit unserem Management. Also ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet, aber Jenny und ich sind in demselben Management. Und wir treffen morgen zum ersten Mal alles so in real life. Ich finde das irgendwie richtig lustig, weil man voll das Gefühl hat, dass man eigentlich alle schon kennt, wenn man die so über Zoom und so sieht, aber man hat die halt noch nie gesehen, deswegen bin ich super gespannt und wir verbringen das Wochenende zusammen. Ja, wir wissen eigentlich noch gar nicht, was geplant ist. Es wird mehr oder weniger, glaube ich, mal so dann für uns eine Überraschung werden, weil bis jetzt wissen wir nur, wann es losgeht und so weiter. Das heißt, wir checken morgen dann im Hotel ein und genau. Schwer zu finden. Oh, und es gibt kein Geschenk mehr. Yes!
Hallo, good morning. Heute ist der neue Tag. Wir sind super früh schon wach irgendwie. Also um 8 Uhr, seit 8 Uhr sind wir auf den Beinen und jetzt gehen wir in die Stadt. Wir haben gerade nachgecheckt, dass alles erst ab 10 Uhr aufmacht und es ist jetzt 9 Uhr, aber wir wollten jetzt vielleicht noch etwas Kleines essen gehen oder Kaffee trinken gehen oder so. Ja, ich freue mich. Richtig. Aber jetzt ist es um 9 in Österreich. Ja, in Österreich, also in Innsbruck ist es immer um 9. Ich meinte so, ja, ich glaube, es ist 10 und man ist so, ah, nee, ich glaube 9. Ja, also ist es bei euch überall so? Ich glaube, es ist schon so die Regel, 10 krass, Uhr. Krass, 10 finde ich echt spät eigentlich. Also 9 war jetzt echt selten so. Okay, bei uns sogar, manche Geschäfte so um 8:45 Uhr oder 8 Uhr. Ach ja, hier. Wir sind jetzt im Cinnamon gewesen und haben uns Cinnamon Rolls geholt. Es gab leider die Pistazien nicht, also wir waren hier drin. Und also ich wollte eigentlich die Pistazie probieren, weil ein paar mir das empfohlen haben, aber ich bin sehr gespannt. Sieht auf jeden Fall gut aus. Bin ich nicht. Bin ich mehr drin. Hallo. Das ist schon mal geil. Mhm. Was würdest du raten? Ich glaube 9 von 10. Du? Krass. Dadurch, dass ich letztes Jahr in Kopenhagen war und das wirklich hammer nice ist, würde ich dem hier eine 8 geben. Ja. Sehr gut. Warst du schon mal in Kopenhagen? Ich glaube tatsächlich noch nicht. Ich glaube, das wird dir auch richtig gut gefallen. Ja, ich war in. Oh, wie hieß die Stadt? Helsinki. Ich bin jetzt im Hotel angekommen. Wir sind im Hotel angekommen. Jenny ist 2 Zimmer weiter von mir und es ist so crazy. Also es ist so. Ich habe heute auch mit Jenny gesprochen. Jenny und ich kennen uns ja schon länger. Also Jenny war so einer der ersten Personen, mit der ich geschrieben habe und wir waren so, wir können das irgendwie nicht glauben, dass wir jetzt einfach hier sind mit unserem Management und das ist einfach alles crazy. Aber ja, das Hotelzimmer ist mega schön. Ich habe euch auf Instagram eine kleine Roomtour abgefilmt. Ich habe jetzt auch einfach vom Personal so Macarons bekommen. Ich probiere die jetzt mal. Ich war jetzt noch einen Kaffee holen mit Jenny. Habe mich jetzt umgezogen. Das ist jetzt mein Outfit. Und ich gehe jetzt los. Treffe jetzt gleich die anderen. Ich bin sehr excited und freue mich echt. Wow, wie cute. Wow. Wir sind jetzt im Hotel angekommen. Schaut mal, wer hier ist. Und ich freue mich richtig. Wir haben gerade. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu laut bin. Wir haben gerade das erste Mal das Management. Ich glaube, das geht ganz gut. Wir haben gerade das erste Mal uns, also wir haben uns nicht das erste Mal getroffen, aber wir sind das erste Mal haben. Hi. Soll ich ein Foto machen? Nee, passt gut, danke. Okay. Wir haben das erste Mal unser Management getroffen. Wir haben gerade schon Goodie Bags bekommen, richtig cute. Und jetzt gehen wir in ein Schokoladenmuseum. Ja, richtig nice. Ich bin so gespannt. Warst du schon mal in einem Schokoladenmuseum? Ich glaube, bei Ritter Sport gab es mal sowas. Da war ich mal. Aber das war nur ganz klein. Ich glaube, hier ist es größer. Ich bin sehr gespannt. Das habe ich gemacht. Das war Jenny. Wir haben gerade Schokolade selber machen können. Das war Jenny's Werk. Vanessa kam dann auf die Situation. Warte. Hallo, ich habe meine Linsen schon rausgetan, das heißt, ich sehe nichts mehr. Es ist ein Late-Night-Mozart-Talk.
Ich wollte nur ganz kurz den Tag recappen und dann schlafen gehen. Es ist nämlich auch schon echt spät. Ich bin so fast nicht gekommen. Also wir sind gerade um 10:30 quasi bin ich jetzt im Zimmer seit 10:30 und es ist jetzt 12. Und ich wollte eigentlich noch mein YouTube-Video fertig schneiden und die ganzen Storys bearbeiten, meinen ganzen Freunden schreiben. Aber ich bin jetzt nur zum Storys bearbeiten gekommen und ja, ich versuche mich jetzt nicht zu stressen und ich versuche dann einfach morgen ein bisschen früher aufzustehen vielleicht und ein, ja, ein bisschen was noch hinzubekommen. Aber der heutige Tag war richtig schön wieder. Es war, also ich habe eben das erste Mal mein Management gesehen. Wir haben auch eine Goodiebag bekommen. Ich glaube, ich habe es euch auch gezeigt. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe es euch gar nicht gezeigt. Ich habe hier noch alle Sachen liegen. Das heißt, ich zeige euch das, was wir bekommen haben. Es ist ein bisschen dunkel jetzt, aber... Und zwar, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich es euch gezeigt habe. Falls ja, dann schneide ich es wahrscheinlich eh weg. Also wir haben einmal so eine Zahnbürste bekommen. Die habe ich jetzt schon ausgetestet, weil meine gerade leer gegangen ist. Dann hier so ein Badekristall. Dann einmal so ein Öl. Sonnenpflege, ein Gitti-Nagellack, Kaugummi und genau noch so ein Haaröl. Das liegt hier hinten. Das habe ich gleich getestet. Richtig, richtig cute. Ja, mega, mega lieb. Und dann waren wir in einem Schokoladenmuseum. Ich glaube, ich habe euch einen kleinen Clip eingeblendet oder so. Ja, ich habe aber super wenig gefilmt, weil irgendwie, es war so viel und dann vergesse ich meistens zu filmen. Ich versuche morgen ein bisschen mehr zu filmen. Morgen haben wir auch in der Früh einen Workshop, da freue ich mich auch richtig, weil wir da so ein bisschen auch generell so contentmäßig und so dann so... Ist hier die Klimaanlage an? Das möchte ich eigentlich nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Hallo, heute ist ein neuer Tag. Ich bin schon angezogen. Wir treffen uns jetzt gleich zum Frühstücken unten. Und ich habe mir gestern, als ich nasse Haare hatte, Öl in die Haare getan. Und ich habe anscheinend ein bisschen zu viel reingetan, weil seht ihr das? Die sind komplett ölig. Das heißt, ich habe sie jetzt mal zusammengebunden. Das ist echt schrecklich. Aber naja. Ich schaue mal, vielleicht kann ich die nach dem Frühstück ein bisschen fixen, weil ich wollte eigentlich schon gerne offene Haare tragen. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich freue mich jetzt total auf das Frühstück und auf die Zeit. Ja, das ist ja jetzt hier unsere Aufgabe, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich habe wieder meine Kamera vergessen. Nein. Sehr ästhetisch. Wow. Sehr schön. Cool. Wow. 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 Geil. Ich mit der Decke, ne? Schön. Oh, mega. Ah. Wir waren jetzt frühstücken und der Kaffee war richtig, richtig nice. Ich habe euch ein bisschen was eingeblendet und jetzt haben wir einen Workshop. Ich freue mich richtig. Ja. Oh ja, wir sind falsch. Kleiner Fun Fact, wir haben beide gar keinen Orientierungssinn. Aber du hast mehr als ich. Nee, also ich habe echt gar keinen Orientierungssinn. Aber gerade eben hast du uns richtig geführt. Ja. Und gestern auch, also. Creator Studio. Willkommen zu Creator Studio. Und ich kenne ja Henry schon eine ganze Weile und ich habe auch viele von euch schon so mal kennengelernt, so einem Online-Call und... Hallo. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit, wo ich mit euch reden kann. Der Tag heute war richtig, richtig schön. Wir hatten einen Workshop zum Thema Content. Ich habe übrigens meine Haare gewaschen, deswegen habe ich jetzt glatte Haare. Zum Thema Content und so weiter. Und es war echt mega inspirierend, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und wir haben super viel Zeit miteinander verbracht. Und es ist so krass, irgendwie sind mir alle richtig ans Herz gewachsen. Und ich habe mich so wohl gefühlt jetzt auch die Zeit. Und mir ist aufgefallen, dass ich nicht gut alleine sein kann. Das ist eine Erkenntnis, die ich hatte auf diesem Trip. Ich dachte immer, ich wäre richtig gut im Alleine-Sein. Aber mir ist aufgefallen, dass ich nicht gut bin im Alleine-Sein. Also, dass ich meistens, wenn ich alleine bin, dass es mir dann irgendwie nicht so gut geht oder dass ich dann immer so total doofe Gedanken habe oder dass ich dann wieder mit dem ganzen Denken und so anfange. Und immer, wenn ich mit Menschen umgeben bin, die mir richtig gut tun, dann habe ich auch richtig gute Laune und keine Ahnung was. Also das ist mir irgendwie aufgefallen, dass ich vielleicht noch dann
daran arbeiten muss, oder wenn ich alleine bin, daran arbeiten muss, oder vielleicht daran arbeiten muss, wie man richtig alleine ist und dass man auch selber mit sich selber irgendwie so gut klarkommt. Wir haben heute vor, noch zu der Kirmes zu gehen, also zu dem Dom in Hamburg. Da freue ich mich richtig. Ich hoffe, das Wetter haltet. Es sieht jetzt gerade mal richtig grau aus. Ich hoffe, das bleibt nicht so. Und morgen ist auch schon der letzte Tag. Das Wochenende ist auch verflogen irgendwie. Das ist das Gleiche, als ich jetzt mit Rituals unterwegs war. Es war auch so, dass es so alles surreal war. Aber ja, ich freue mich jetzt auch. Ich bin ja dann ab Montag mit Aljana im Urlaub. Da wird auf jeden Fall ein eigener Vlog draus, weil ich glaube, dass dieser hier schon ein bisschen länger geworden ist. Aber ja. Leute, schaut mal. Robi hier ist. Yay! Das ist so heftig. Ja, das wir sind gerade auf dem Dom, sagt man auf dem Dom? Ja, ich glaube. Also wir sind gerade in dem, also basically auf dem Rummel. Ja, aber einer Rummel. Ja. Und wir sind gerade auf dem Riesenrad. Ah. Ja. Ist das krass? Ich habe ein bisschen, ja, richtig crazy. Es ist jetzt, wie spät ist es jetzt? 22:50 Uhr. Ja, es ist richtig späte Rummelgänger. Wow, wir dachten, wir schon vor dem Plot. Ja, wir wollten eigentlich schon schlafen gehen. Good morning, heute ist ein neuer Tag, heute ist Sonntag. Wir waren gestern noch auf dem Dom. Sorry für alle Hamburger, weil ich Rummel oder keine Ahnung was gesagt habe. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ich wusste auch nicht, wie das in Deutschland hier heißt, weil gefühlt alles in Österreich und Deutschland einen anderen Namen hat. Deswegen habe ich Kirmes gesagt oder so. Obwohl ich das noch nie in meinem Leben gesagt habe, nur weil das hier alle gesagt haben. Aber genau, wir hatten gestern noch einen richtig schönen Tag und heute, jetzt gehen wir frühstücken. Ich habe alle schon zusammengepackt. Das letzte Mal frühstücken, es war so eine schöne Zeit wirklich. Wir haben richtig gebondet alle. Ja, ich fühle mich jetzt so unfassbar wohl in der Gruppe und mit den ganzen Menschen und ja, hat mich richtig gefreut. Es war richtig toll. Ich treffe heute sogar noch Pauline und Aljana, also ich nehme noch mit Pauline einen Podcast zusammen auf und mit Aljana, also ich schlafe heute bei Aljana. Genau, aber ich muss jetzt runter. Ich stelle jetzt hier alles mal zusammen. Du kannst auch gerne, ich mache mir sonst was auf der drauf.